Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit The Witcher Enhanced Edition. Das letzte Mal haben wir uns hier im Dorf der Ziegelbrenner im Sumpf einmal genauer umgeschaut und auch einen kleinen Abstecher drüben in den Druidenhain gemacht. Jetzt würde ich sagen, können wir einmal gucken. Ich habe gesehen, hier auf der Karte ist ein Wolf abgebildet. Vielleicht müssen wir ja in diesen Bereich. Das ist hier der Holzfäller-Sumpf und wer weiß, vielleicht treffen wir dort auch die Wölfe, die wir noch brauchen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir aber zuvor noch hier kurzen Abstecher nach Norden, damit wir einmal zu Großväterchen gehen. Der hat ja anscheinend noch ein paar wichtige Informationen für uns. Und wie gesagt, auf Tee und Gulasch hat er uns ja auch noch eingeladen. Deswegen gucken wir einfach mal. Ich glaube, er ist noch sehr wichtig für uns. Und wer weiß, anscheinend hat er noch ein wichtiges Buch. Wenn er noch andere Bücher hat, könnten wir ja vielleicht auch etwas zu den Sumpfpflanzen erfahren. Das möchte ich auch gerne noch wissen. Damit wir hier einfach noch mehr von diesen unbekannten Kräutern abernten können. Das wird uns wahrscheinlich auf Dauer auch nur helfen. Wow, ein Meuchlerdolch. Der könnte auch was wert sein. Ist das ein Salamandra-Mitglied? Da ist auf jeden Fall die Hütte. Ah. Interessantes Örtchen. Großväterchen sitzt da. Wir haben hier ein Sofau. Das gibt's doch nicht. Oh, ich glaube, wir hätten 300 Orens gespart. Hätten wir das einfach nicht bei Kalkstein gekauft. So ein Mist. Was wollt ihr, Junge? Ich will mich nur umsehen. Wenn es sein muss. Oh, er hat keine weiteren Informationen zum Magierturm. Schade, aber dann, ja, immerhin danke für das Buch. Ihr werdet alt, Großväterchen. Okay. Dann machen wir einmal weiter. Ich glaube ja, die Nacht bricht gerade ein. 19.30 Uhr. Mal schauen, welchen Monstern wir jetzt noch so alles hier im Sumpf begegnen werden. Bisher sind wir ganz gut vorwärts gekommen, aber wenn wir hier oben sind, decken wir mal noch schnell auf, was es hier im Norden gibt. Und dann würde ich einmal da zu dem Holzfällerwald gehen. Boah, hier sieht man gar nichts, ja. Schon klar, dass da die ertrunkenen Toten aus dem Wasser springen. Vorsichtig, vorsichtig. Das sind hier richtig viele. Ja, gerade diese Sporen mit ihren Angriffen auf Distanz, die können immer sehr, sehr viele Schaden machen. Das wäre jetzt gerade richtig gemein. Dann nehmen wir mal noch die ganzen Zungen mit. Und gucken uns hier einmal weiter um. Ja, da ist der Magierturm. Jetzt haben wir ihn auch auf der Karte. Das ist doch schön. Er ist so schön zerfallen. Ah, ein Bläuzeuger kommt auch einfach so aus dem Boden.
Jetzt schnell weg, Geralt, bevor der explodiert. Ich glaube, wir sollten einen kleinen Happen essen, damit wir einfach eine schnellere Regeneration haben. Wenn Geralt mag, ja. Ein Scoia'tael-Kundschafter. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Da drüben sind auch ein paar Aalgule unterwegs. Das ist sehr schön, von denen brauchen wir auch noch das Knochenmark. Oje. Vorsichtig. Er backpedalt nach hinten. Okay, dann gib mir mal die Sporen. Also gut zu wissen, dass es hier im Norden die Echinopse gibt. Kommt morgen wieder. Und wenn ich einfach reingehe? Das Scoia'tael-Lager. Oh, bin ich müde. Seid ihr diejenigen, die Coleman erschossen haben? Kommt morgen wieder. Kommt morgen wieder. Okay, okay, ich verstehe. Kommt morgen wieder. Gut, die wollen nachts wohl nicht mit uns reden, aber gut zu wissen, dass es hier oben ein Scoia'tael-Lager gibt. Oh, wir haben keine Schwalbe mehr. Das ist natürlich doof, gerade bei der Regeneration, die wir jetzt haben. Dann lasst uns doch schnell hier noch ein bisschen was bei der Feuerstelle herstellen. Und dann warten wir einfach nochmal bis 20.30 Uhr. So, wir haben wieder 3 Bronzetalente. Da wir jetzt hier unterwegs sind, brauchen wir auf jeden Fall die Silberfähigkeiten. Schaden plus 50% wirkt nur, wenn der Gegner geblendet ist. Das ist stark, aber ich weiß noch nicht, wie wir Gegner blenden sollen. Deswegen würde ich sagen, starkes Silber, tiefer Schnitt für die Aalgule gleich. Schaden plus 50%, wenn der Gegner von Einäscherung betroffen ist. Kann man das dann kombinieren mit Igni? Also Gegner anzünden und dann noch mehr Schaden raushauen? Dann nehmen wir das noch alles mit. Nekrophagenöl, das können wir auch gleich aufs Schwert einmal auftragen. Wenn wir gegen die Aalgule kämpfen. Und dann für Schwalbe haben wir ein paar Zutaten nicht. Das ist schlecht. Was fehlt uns denn? Das sieht man jetzt gar nicht so genau. Na gut, dann müssen wir, glaube ich, so zurechtkommen. Oder wir brauchen hier die weiße Möwe. Ja, okay, ich verstehe. Durch die weiße Möwe haben wir jetzt den Grundstoff hergestellt und den können wir nutzen, um Schwalbe herzustellen. Dann machen wir das doch noch ein paar Mal. Genau, das sollte dann soweit passen und dann
Meditieren wir einfach einmal 24 Stunden bis zur Dämmerung und machen dann von hier aus einmal weiter. Die Schwalbe würde ich auch gleich wieder einmal hier in den Schnellzugriffsplatz reinpacken. Dann können wir die nämlich immer schnell trinken und ja, da ist auch schon wieder ein Echinops. Die Geräusche hier im Wald. Da kommen auch schon wieder ein paar Ertrunkene. Ich glaube, ich würde auch einmal Katze trinken, weil hier im Wald ist es doch schon ziemlich düster. Ah, das geht gerade nicht, wenn er wieder in irgendeiner Animation drin steckt. Oh, wobei anscheinend wirkt sie noch gar nicht. Da drüben sind die Aalghule. Gehen wir noch schnell hier zu dem Ort der Macht, dann können wir uns noch ein bisschen Zeichenintensität holen. Ich speichere auch einmal nur zur Sicherheit. Und dann packen wir das Nekrophagenöl einmal aufs Schwert. Wo ist es denn? Da, Nekrophagenöl. Das kommt aufs Silberschwert. Und dann gucken wir mal, wie gut wir die bekämpfen können. Wow. Okay, dass wir Aalghule so leicht besiegen können, hätte ich da nicht gedacht. Okay. Kinderspiel. Genau. Gebt mir mal euer Knochenmark, das brauchen wir nämlich für einen Auftrag. Und alles andere, was ihr auch an alchemistischen Zutaten habt, nehmen wir auch einmal mit. Oje. Ein Mädchenleichnam. Die hatten Alkohol und er hier hat sogar einen Ring dabei gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch das hier nicht als romantischen Ort für einen Heiratsantrag ausgesucht. Oje, oje. Oh, ich finde es aber ziemlich cool, dass wir das Nekrophagenöl auf dem Schwert auch sehen können. Ein cooles Detail. Die Frage ist nur, wo machen wir weiter? Hier haben wir jetzt einmal alles gesehen. Dann würde ich sagen, einmal runter nach Süden. Ja, kommt noch her.
Okay, also mit dem entsprechenden Öl auf der Klinge. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Aber die scheinen schon gar keine Chance mehr zu haben. Dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht doch noch ein paar mehr Ölrezepte irgendwie lernen. Dann haben wir für andere Gegner auch noch so eine gute Chance. Oh. Ich wollte nicht mit der Feuerstelle interagieren. Da ist wieder diese Insel voller Bläuzöger. Okay, ich glaube, die machen sich sogar selbst auch Schaden, wenn die explodieren. Ich werde eigentlich nicht zu nah stehen und ihn alle auf einmal besiegen. Trinken wir mal noch schnell Schwalbe für die Gesundheitsregeneration. Der AOE ist auch einfach so riesig. Selbst als wir hier standen, haben uns die zwei noch erwischt. Na schön, dann sacken wir nochmal alles ein und dann hoffe ich, dass wir gleich noch ein paar Wölfen begegnen, weil dann haben wir wieder viele von diesen Aufträgen abgeschlossen und bei der Rückkehr nach Vizima können wir dann, glaube ich, schon einige Orens verdienen. Das sind nur ein paar ertrunkene Tote. Und das sind die Holzfäller. Alle am Schlafen. Wie ich hörte, will König Foltest Eiben unter Schutz stellen. Wahrhaft töricht. Verfluchte Druiden, bald fesseln die sich noch an die Bäume. Ich verstehe den Zwist nicht, den Menschen mit Zwergen haben. Bei Elfen ist das was anderes. Höchste Zeit, dass wir denen den Garaus machen. Warum? Das ist doch... Ach. Wer seid ihr? Geralt der Hexer. Ein Freund. Mal sehen. Und ihr? Jaren. Ich spreche für die Holzfäller. Können wir reden? Sprecht. Habt ihr wohl Arbeit für einen Hexer? Es ist zwar nicht ungefährlich, aber die Bestien lassen uns in Frieden. Also nichts. Vielleicht. Für jemanden, der gern Risiken eingeht. Ich bin ganz Ohr. Die Büschelkrautpflanze müsste gerade im Sumpf blühen. Soweit ich weiß, ist sie recht wertvoll. Die Droge, die man aus ihr herstellt, ist es. Pflückt ein paar Blüten, daran könnten wir beide verdienen. Ich soll durch den Schlamm warten und allen Gefahren trotzen, aber den Gewinn teilen wir? Ihr wisst nicht, wie Büschelkraut aussieht oder wo man ihn verkaufen kann. Also gut. Spielen wir Kräuterkundler. Großartig. Zwei Zahnblüten sehen wie rote Orchideen aus. Sie sind im ganzen Sumpf zu finden. Verkauft sie dem Fährmann. Fragt die Leute, die im Sumpf leben, wenn ihr keine finden könnt. Ich bringe die Blumen zum Fährmann, sobald ich sie gefunden habe. Aha. Blumen und Gold. Büschelkrautblumen. Ich glaube, die können wir noch nicht ernten. Das ist so das Problem. Aber gehen wir mal noch hier nach Süden. Irgendwo muss es ja Wölfe geben. Man hört auf jeden Fall irgendwas heulen.
Menschen sind auch wieder nur ertrunkene Tote und Blutsäuger. Na, die kommen sogar hier raus. Wow, wieso hat der so viel ausgehalten? Kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Anscheinend hat er sich's anders überlegt. Sehr klug für einen Ertrunkenen. Ich weiß nicht, bei den Holzfällern habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ein Höhleneingang. Oh. Und wir haben auch gerade noch die Katze drin. Schnell weg, schnell weg. Ich glaube, da muss man sich irgendwie defensiv schützen. Mit Giftresistenz oder ähnlichem. Aber okay, dann sind die zwei auch besiegt. Boah, sind da viele. Ja, da kannst du auch einmal liegen bleiben. Ich will nur schauen. Wir haben jetzt hier unsere Runde gedreht, haben auch die ganze Map aufgedeckt. Schade, dass hier keine Wölfe waren. Aber dann schauen wir doch einmal in die Höhle rein. Hier sind Wölfe. Sehr gut. Brauchen wir für die jetzt das Silberschwert oder das Stahlschwert? Gucken wir mal. Das war jetzt einmal der Damage mit einem Silberschwert. Sehr schön. Und jetzt wechsle ich mal zum Stahlschwert. Ja, das macht sehr viel mehr Schaden. Eine Erscheinung. Gut, speichern. Ja, die greift uns auch sofort an. Die können wir sogar niederwerfen? Okay. Das habe ich nicht erwartet. Gut, dann hatte ich vor der wohl ein bisschen zu viel Angst. Hier ist auch ein Sarkophag, der aufgebrochen ist. Okay. Mit sehr viel Loot, Hundeteig, Gänseschmalz, noch ein paar Orens, Calcium Equum, das haben wir schon in Kaer Morhen einmal gelootet. Oh, ich nehme mal diese Stahlaxt mit, die könnte viel wert sein. Und alles andere auch noch. Moment, ist das ein Kreis für ein neues Hexerzeichen?
Zeichen Quen. Ihr habt das defensive Zeichen Quen erlernt. Dieses Zeichen blockiert Angriffe und schützt euch vor Schaden. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklickt, um den Zauber zu wirken. Tipp: Quen verschwindet, wenn ihr ein anderes Zeichen wirkt oder einen Gegner angreift. Man verwendet es am besten, um sich Zeit zu verschaffen, damit man im Kampf Tränke zu sich nehmen kann. Ah, okay. Nummer 2 ist das. Nein, falsches Schwert, Geralt. Dann machen wir hier die Wölfe noch um. Und wie sieht das aus? Ha, so eine Schutzkuppel. Das können wir auch, glaube ich, immer einsetzen, wenn diese Bläuzeuger explodieren würden. Dann können wir uns vor deren Explosion auch noch schützen. Das gefällt mir. Wenn es in den späteren Spielen auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Groß ist diese Höhle eigentlich? Wir sind jetzt hier einmal rum. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch noch einen Weg. Das Seltsame ist ja nur, wir haben jetzt die ganze Sumpfkarte aufgedeckt. Irgendwo muss ja der Junge sein. Ich hoffe mal nicht, dass er hier in die Höhle reingelaufen ist, aber bleibt ja eigentlich schon fast keine andere Möglichkeit, oder? Das können wir so leider nicht aus dem Weg räumen. Haben wir eigentlich immer noch nicht die Pelze zusammen? Nein, es sind erst 8 und wir brauchen, glaube ich, 10. Ärgerlich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wer noch dieses Buch über Sumpfpflanzen haben könnte. Oh, da gab es noch diese Händlerin direkt vor Shanis Haus. Die hatte doch ganz viele Bücher, oder? Vielleicht sollten wir tagsüber da einmal hingehen. Kommen wir hier irgendwie durch? Das sieht auf der Minimap aus, als gäbe es hier einen Weg, aber wahrscheinlich muss man von der anderen Seite dahin. Vrans Sarkophag. Den Namen sollten wir uns auch merken, falls irgendjemand mal Vran erwähnt. Auch verschüttet. Okay, seltsam. Dann haben wir hier leider nicht genügend Wolfspelze zusammenbekommen. Dann würde ich vorschlagen, ich gehe einfach einmal raus, meditiere an dem Lagerfeuer, vielleicht 24 Stunden. Und dann gucken wir einfach, ob dann wieder Wölfe in der Höhle spawnen. Oder ich gehe einfach mal direkt wieder rein. Ja, das reicht schon. Ha, wenn wir jetzt noch wüssten, wie teuer die sind, dann wäre das potenziell auch eine sehr, sehr gute Farmstelle. Ja.
Aber das sehen wir dann, wenn wir zurück nach Wysima gehen. Genau, damit haben wir den Wolfvertrag und noch einen zusätzlichen Pelz für die Dryade. Den wollte sie ja auch haben. Ich sammle mal schnell noch ein paar und dann haben wir welche, die wir auch verkaufen können. Um einmal zu sehen, wie die Preise für die sind. So, ich habe jetzt gerade einmal die Runde in der Höhle noch fertig gedreht. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 18 Wolfspelze und dann haben wir noch ein bisschen was über und können die auch noch einmal verkaufen. Ja, da kommen ganz viele Monster. Gott, eine ganze Armee. Ich glaube, die Ertrunkenen, die können wir einmal schnell besiegen. Gegen mehrere Bläuzüge möchte ich nicht kämpfen, einfach nur, weil sie explodieren. Ah, wobei, jetzt haben wir ja Quen. Oh, Geralt, sag doch was. Ich denke schon die ganze Zeit, warum sind die so zäh, aber wir haben wieder das Stahlschwert ausgerüstet. So, das war natürlich ungeschickt, aber hat noch gereicht. Auch mal zur Sicherheit noch mal kurz zwischenspeichern. Und dann würde ich sagen, gehe ich einmal hier hoch zu den Druiden. Die sind ja zum Glück nicht allzu weit entfernt. Und dann sehen wir uns einfach gleich dort, wenn ich den Wolfspelz einmal abgebe. Und da wären wir auch schon wieder beim Druidenhain angekommen. Gwynblade. Hallo? Gwynblade. Wir sprachen darüber, woher die kleinen Dryaden kommen. Gewiss. Der Jäger ist heimgekehrt. Habt ihr den Wolfspelz, um den ich euch bat? Genau, den haben wir einmal mitgenommen. Ich würde den einmal kurz noch auftrennen, weil ich weiß nie, ob wenn man die 8 Stück selektiert, ob die dann alle weg sind. Ihr habt euch als geschickter Jäger erwiesen, doch ein Hindernis bleibt noch immer. Und das wäre? Hexer sind unfruchtbar. Wir Dryaden dulden keine Intimität ohne Fortpflanzung. Oh. Das wusste sie? Die zweite Option ist ja gut. Intimität ohne Fortpflanzung kann schön sein. Wie? Oh Gott, müssen wir das jetzt auch noch erklären? Was haben wir hier? Keine Ahnung, das hier? Sex baut Stress ab, sodass Körper und Geist besser funktionieren. Wir Dryaden müssen wachsam und wendig sein, um unsere Heimat verteidigen zu können. Und mein Körper bedarf der Liebe. Wollt ihr eins mit mir werden? Ja, für den heutigen Tag. Kommt. Sehr direkt. In Wettstreit. Alles wächst. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, war das doch ein schöner Abschluss für diese Folge und dann machen wir hier bei der nächsten Folge einfach einmal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.